führen, denn wir wollen gleich live nach Wien gehen. Es hat am Nachmittag ein Spiel gegeben in der sogenannten Finalrunde, Tschechoslowakei gegen Kanada 4:2. Es war der erste Sieg in der Finalrunde. Die Tschechoslowaken haben jetzt 3:1 Punkte, sie führen. Und in Zugzwang geraten sind die Titelverteidiger, die Favoriten aus der UdSSR. Sie spielen heute gegen die Schweden. Mein Kollege Marcel Reif kommentiert zunächst in 2 Minuten die Höhepunkte des ersten Drittels. Ich bin gespannt, ob die Schweden ähnlich verfahren, wie es die Kanadier vorgemacht haben gegen die Sowjetrussen. Zunächst einmal Defensive und Disziplin über alles. Starikov, Makarov. Keiner führt die Scheibe wie er. Und Krutov erzielt seinen 9. Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Gespielt 8 Minuten 24 Sekunden. Ein neuerliches 0:0 jedenfalls wird sich die Sowjetunion heute nicht wieder leisten. Da sehen Sie es. Makarov, der exakte Pass nach innen. Da ist Krutov nichts zu halten für Peter Lindmark im Tor der Schweden. Sie müssen jetzt kommen, die blau-gelben Schweden, die Spieler von Coach Tommy Sandlin, da hinten der Herr mit der hohen Stirn. Nur auf Abwehr spielen, destruktiv womöglich, bringt jetzt nichts mehr. Und sie versuchen es jetzt wieder mit ihrer Profireihe mit Sandström, Gustafsson und Lob. Hinten Eldebrink und Albelin. Vasiljev. Lob. Der Mann kann Schlittschuh laufen, dass es eine Pracht ist. Sandström. Lob. Und da ist das 1:1. Verteidiger Anders Eldebrink aus Södertälje. Und Sie sehen die Halle fest in schwedischer Hand. Nach 13 Minuten und 16 Sekunden das 1:1. Da ist Kapitän Gustafsson. Der passt zur rechten Zeit an den rechten Ort. Und knallhart Eldebrink. Belosek ihn geschlagen. Ja, soweit diese kurze Aufzeichnung, liebe Zuschauer. Die Ausgangspositionen sind klar, nur der Sieger bleibt oben dran. Wir schalten jetzt um, live in die Wiener Stadthalle. Ich rufe meinen Kollegen Marcel Reif, bitte melden. Ja, hier ist die bis auf den letzten Platz gefüllte Wiener Stadthalle. Fest in schwedischer Hand, ich habe es vorhin gesagt. Und es gibt jetzt im Moment eine Unterbrechung, da 50 Sekunden gespielt sind im letzten Drittel. Denn bei dieser Aktion hat sich Schwedens Torhüter Peter Lindmark verletzt, wurde behandelt, aber ich glaube, er wird gleich wieder mitspielen. War im Übrigen eine große Chance für Larionov. Lindmark glaubte, die Scheibe begraben zu haben unter seinen Schützern, aber sie war frei. Und ich glaube, er kann weitermachen. Ja, im zweiten Drittel passierte sehr, sehr wenig. Beide Mannschaften auf äußerste Defensive bedacht, sehr diszipliniert, keiner riskierte etwas. Ein Drittel lang blieb die Strafbank sauber, im zweiten Drittel dann Hochbetrieb, jeweils 5 Strafzeiten. Und dieser Beifall gilt Peter Lindmark. Sowohl die Sowjetrussen als auch die Schweden hatten noch eine, sagen wir, 60-70%ige Chance. Aber auch die Strafzeiten des Gegners konnte keine der beiden Mannschaften nutzen. Also, 1 Minute gespielt im letzten Drittel, 1:1. Die Sowjetrussen jetzt wiederum von rechts nach links. Starikov. Lob. Lob, Sandström, Gustafsson, die Profireihe. Die stärkste Angriffsformation, wenn man die 8 vorausgegangenen Spiele beider Mannschaften gesehen hat. Starikov. Und da ist Kapitän Gustafsson und Lob. Einer der besten Schlittschuhläufer, die ich lange, lange Zeit gesehen habe. Er spielt in Calgary bei den Flames. Und das mit der Nummer 16 ist Kapitän Bengt-Åke Gustafsson.
Er spielte einmal in Washington bei den Capitals, kam dann zurück, ist jetzt unter Vertrag bei einem Zweitligisten in Schweden, aber unser Aufsteiger Preußen Berlin verhandelt sehr intensiv mit Gustafsson, dem 29-Jährigen. Die Sowjetrussen keineswegs etwa souverän oder deutlich überlegen. Insofern geht dieses 1:1 absolut in Ordnung. Sie tun sich schwer. Sie tun sich schwer gegen eine Mannschaft, die diszipliniert auf Abwehr spielt. Das hat man schon gegen die Kanadier gesehen bei diesem überraschenden 0:0. Sehen Sie keinen Platz. Perbuchin. Gusarov. Gusarov. Semenov. Und mit dem Körper dazwischen Jonas Bergqvist. Bergqvist und Peloschecki. Die Schweden lassen es geruhsam angehen. Sie spielen sehr, sehr geduldig. Und ich glaube, das ist das richtige Rezept. Hier mit Hurra-Stil untergehen. Das wollen sie sicher nicht. Komutov mit neuem Gerät. Michail Vasiljev, einer von 14 Spielern, die der sowjetische Abonnementsmeister ZSK Moskau stellt in dieser Mannschaft. Peter Andersson. Kasatonov, Fetisov. Semak. Vasiljev. Kasatonov. Karlsson. Makarov. Larionov. Und das gibt Bulli vor dem schwedischen Tor. Unerlaubter Weitschuss. Ja, ich sagte, 14 Spieler stellt ZSK Moskau und wie gesagt auch Abonnementsmeister. Die Mannschaft, allein schon der Verein, die kennen das Verlieren eigentlich nicht. Werden alljährlich mit 10, 12, 15 Punkten Abstand sowjetischer Meister. Und das ist eine psychologisch durchaus labile Situation, das weiß auch Viktor Tichonov, der Trainer. Wenn sie also unter Druck geraten oder gar in Rückstand, dann müssen sie sich völlig umstellen, auch im Kopf. Das ist so leicht nicht. Da schleicht sich leicht Nervosität ein, einige Unsicherheiten gegen die Kanadier, also das war schon unglaublich zum Teil. Fetisov. Ein Mann wie ein Baum, der Kapitän. Und was er als Eishockeyspieler kann, das ist nicht neu, das weiß man. Der produzierte Fehler am laufenden Band. Larionov. Selnov. Makarov. Makarov, Vorsicht! Das war Valery Krutov wieder. Im Übrigen, er feiert Geburtstag heute, wird 27 Jahre alt. Der Scorerkönig dieser Weltmeisterschaft, also nicht Torschützenkönig, denn Sie wissen ja, es gibt diese kanadische Wertung.
in der ein Tor genauso viel gilt wie der Pass, der zu einem Treffer führt. Und Makarov hat heute ein Tor geschossen, hat also 9 Tore, 4 Assists, wie das im Eishockey-Englisch heißt. Mithin 13 Punkte, führt mit Abstand. Übrigens vor Makarov, vor Larionov, das ist klar, die Sowjetrussen dominieren in dieser Statistik. Perbuchin. Kanetsky, der Jungstar, der neue, 21 Jahre alt, auch er vom ZSK, das heißt zentraler Sportclub der Armee in Moskau, der übrigens von Viktor Tichonow auch trainiert wird. Und Sandström von den New York Rangers. Gustafsson, Mittelstürmer, der ungemein viel arbeitet. Tut sehr, sehr viel für die Defensive. Abseits. Abseits. Ja, das Rezept für die Schweden ganz einfach. Selbst keine Fehler machen und jede sich bietende Gelegenheit nutzen. Die Moral in dieser Mannschaft ist hervorragend. Das hat man gesehen beim 3:3 gegen die CSSR. Da haben sie einen 1:3 Rückstand aufgeholt. In den letzten Sekunden Tor wieder raus. Sehr, sehr gutes Überzahlspiel. Eine sehr geschlossene, kompakte Mannschaft, die hier in diesen 9-8 vorausgegangenen Spielen sehr, sehr beeindruckt hat. Intelligentes, schnelles Eishockey, gute Schlittschuhläufer und hervorragende Techniker. Das möchte ich hervorheben in Bezug auf die Schweden, dass das für jeden Einzelnen der Herren in Rot gilt, das wissen Sie. Krutov, Überstunden jetzt für diese erste Reihe. Krutov, Larionov, Makarov. Sehr oft und sehr lange auf dem Eis. Ich kann mir vorstellen, Viktor Tichonow will was sehen. Makarov. Krutov, sofort gestört. Larionov. Abseits. Abseits. Offside. Sieht man auch sehr selten sonst bei Sowjetrussen. Abseits. Sie scheinen auch Augen im Hinterkopf zu haben. Sie wissen immer genau, wo der Mitspieler ist, wann er reinfährt ins gegnerische Drittel, wann sie die Scheibe halten müssen. Aber jetzt, da noch 14 Minuten zu spielen sind, immer noch 1:1. Tommy Sandlin, der Coach der Schweden, wird zufrieden sein. Metlov. Semenov. Die Reihe von Dynamo Moskau auf dem Eis jetzt. Und Lindmark. Wow, schnell unten und dann mit der Fanghand raus. Diesen Schuss von Metlov weggepflückt. Da ist die Szene. Metlov. Ja. Wollte auch 2 Minuten haben. Und da kommt der Schuss. Schneller als die Kamera mitschwenken kann. Aber Gefahr schon vorbei. Schiedsrichter übrigens ist Herr Schubert auf der CSSR. Darüber kann man sich ja auch geteilter Meinung sein, ob es so richtig ist, einen Schiedsrichter anzusetzen aus einem Land, das selbst doch um die Medaillen mitspielt. Heute Nachmittag bei Kanada CSSR, da war es Herr Morozov aus der Sowjetunion, die Kanadier bitterböse. Lob, Sandström. Abseits aufgehoben. Kamensky. Oh, Seldorf ganz frei, allein vor die Torhüter. Lindmark, zweimal, dreimal. Da geht's runter und drüber jetzt bei den Blau-Gelben.
Riesenchance für Igor Selnov, den Verteidiger. Aber Lindmark. Svensson, Schweden am Pink gewechselt. Svensson, Kielström. Lundström! An den Pfosten Lundström. Na, jetzt ist was los hier wenigstens, denn im zweiten Drittel, da herrschte hier Ruhe im weiten Rund. Aber jetzt sind beide aufgewacht. Das ist doch einmal diese misslückte Fußballeinlage. Das war vor dem schwedischen Tor. Und jetzt noch einmal die Chance für Selnov. Einmal. Und vorbei. Sverige, Sverige rufe. Nach dieser Chance von Sundström. Da kommt der Schuss. An den rechten Pfosten. Kielström. Veloceki. Wieder die erste Reihe. Rudolf, Makarov, Larionov. Rudolf. Pauna. Schlecht. Viktor Tionov, den müssten Sie mal sehen, wenn er einen der großen Stars zusammenfaltet, verbal, wenn er einen Fehler entdeckt zu haben glaubt. Da senken die ganz Großen, die Larionov, Makarov, Rutov, Fetisov, ergeben das Haupt und wagen es erst, dasselbe zu erheben, wenn Tionov das gesagt hat, was er zu sagen glauben meint. Die Bullis sind hier so ein kleines Problemchen. Für meinen Geschmack, die Linesmen, so auch Herr Kunz aus der Schweiz, die warten mir ein bisschen zu lange. Inzwischen bestochern sich die beiden beim Bulli, in dem Fall Larionov. Dann wird einer weggeschickt, ein neuer soll hin, der möchte nicht so recht. Die Scheibe schnell ins Spiel bringen, dann hat sich. Na also. Drei Mann immer bei den Schweden an der eigenen blauen Linie. Kein Durchkommen. Peter Andersson. Lars Molin. Wollte Veloceki die Scheibe wieder freigeben, sah dann Michael Andersson heranstürmen und tat das Richtige. Unterbrechung. Bei den Schweden übrigens 7 Spieler vom Meister Björklöven. Und das ist Hakan Lob. Für mich einer der besten Stürmer dieser Weltmeisterschaft. Der Mann kann Schlittschuh laufen wie kaum ein anderer. Ein Wirbelwind. Spielt, ich sagte es vorhin, in Calgary. Bei den Flames wurde nachgeholt von den Schweden, wie auch Sandström, von New York Rangers. Denn deren Vereinsteams sind im Stanley Cup, der ja zur gleichen Zeit, da diese Weltmeisterschaft hier läuft, drüben in Amerika und Kanada in die entscheidende Phase geht. Ausgeschieden wären die Rangers und Calgary noch im Wettbewerb, dann wären Lob und Sandström niemals hier, denn der Arbeitgeber geht vor. Svetlov. Södergren, schöner Pass. Karlsson.
Verwuch hin. Bei den Sowjets jetzt die junge Reihe mit Svetlov, Semenov und Triakin. Dienst gewechselt, Kamensky jetzt, Chomutov und Stelnov. 10 Minuten noch, nach wie vor 1:1. Die Schweden mit viel, viel Körpereinsatz. Das war klar, das ist da hinten nicht ganz, will ich sagen. Mit zu viel in dem Fall, denn Mats Kielström, als die Scheibe längst weg war, wir sehen das Zeichen von Schiedsrichter Schubert wegen übertriebener Härte. Überflüssig. Die Situation war längst bereinigt. Aber Mats Kielström aus Södertälje, es ist die 6. Strafzeit für die Schweden. Gerade wollte ich sagen, mit viel Körpereinsatz, das Drei-Kronen-Team. Aus der Vogelperspektive das Vergehen nochmal. Ja, oho, ja, das kann man auch unnötige Grobheit nennen, in der Tat. Viel Körpereinsatz, das ist ihr Spiel, da sehen sie ihre Chance. Aber sie müssen versuchen, Strafzeiten zu vermeiden. Die Sowjets vorhin im zweiten Drittel, als es 5-mal hieß, 5 gegen 4 zu ihren Gunsten, haben sie mir nicht so gut gefallen wie in den 8 Spielen zuvor. Da haben sie teilweise perfektes Powerplay vorgeführt. Und Powerplay, das heißt Krutov, Larionov, Makarov vorne, hinten Fetisov und Kasatonov. Makarov. Larionov. Kasatonov. Fetisov. Oh, Fehler. Fehler und Tor. Fehler von Lars Karlsson. Und 2:1 für die Sowjetunion. Ich glaube, angezeigt wird jedenfalls das Geburtstagskind. Krutov. Sehen wir gleich nochmal in Ruhe in der Zeitlupe. Makarov. Da verpasst Karlsson die Scheibe. Und Krutov. Der lässt sich nicht zweimal bitten. Er zielt seinen 10. Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Sie spielt 10 Minuten 46 Sekunden. So, jetzt müssen sie es wieder zwingen. Die Schweden. Auch aus der Vogelperspektive. Haarsträubender Fehler. Von Lars Karlsson, einem WM-Neuling. Schweden haben ja auch sehr verjüngt. Alle Jahre wieder erleben sie diesen Aderlass in Richtung Nordamerika, in Richtung NHL. Und jetzt werden sie es schwer haben. Sehr, sehr schwer. Chomutov. Gustafsson. Lob. Scheibe draußen, müssen neu aufbauen. Eldebrink. Gustafsson. Oho. 3 gegen 1. Bykov. Schön gemacht von Kielström. Eingeklemmte Scheibe, Unterbrechung und beide können ihren fliegenden Wechsel vernünftig zu Ende bringen. Sie werden vielleicht den Namen Warnakow vermissen bei der Sowjetunion, aber der hat sich im Spiel gegen die deutsche Mannschaft beim 7:0, in dem ja unsere Mannschaft mehr als eine halbe Stunde lang ein 0:0 hielt und so hervorragend mitspielte, den Kiefer gebrochen, musste
nach Hause. Für ihn war die Weltmeisterschaft zu Ende. Viktor Tichonov. Die Hand ist immer dabei. Ja, er scheint zufrieden, hat sich keinen herausgepickt. Anatoly Semenov war das von Dynamo Moskau, 25 Jahre alt. Die Hand von Herrn Schubert ist oben, Behinderung, und ich glaube, Alexei Gusarow, der erfahrene Verteidiger von ZSKA Moskau, darf sich die nächsten 2 Minuten von draußen ansehen. 83 Kilogramm, 1,89 Meter groß, wie alt seine Schwiegermutter ist, weiß ich nicht. Zu spielen noch 7 Minuten 40 Sekunden. Die Schweden bringen ihre beste Formation, eben die Profis Sandström, Lob und Gustafsson. Penalty Killing, auch das ein schöner deutscher Eishockey-Ausdruck. Wollen betreiben Fetisov, Krutov, Kasatonov und Makarov. Also vom Feinsten auf dem Eis jetzt. Karlsson hat ja das 2:1 eben mit verschuldet. Vielleicht kann er es jetzt gut machen. Lob. Gustafsson. Da ist Karlsson. Makarov. Ach, Krutov. Krutov gegen Eldebrink. Gustafsson. Ström. Karlsson. Eldebrink. Lob! Karlsson, Sandström. Immer noch. Gustafsson und Karlsson. Oh, oh. Makarov und Krutov. Aber die gehen lieber auf den Sicher. Ein Riesenfehlpass von Makarov. Gustafsson drüber. Und das muss 2 Minuten geben wegen Stockcheck. Sieht das Schubert nicht? Auf der Wahlstadt Beloschekin, der steht gleich wieder. Schauen Sie sich diesen kapitalen Fehlpass von Makarov an. Und da geht Gustafsson. Wollte links oben ins Eck ziehen. Noch einmal, so sieht es der Torwart. Das waren 2 Minuten, Freunde, das waren 2 Minuten. Aber Herr Schubert sieht es anders, belässt es bei 5 gegen 4. Ja, noch ein Sowjetrusser auf der Strafbank dazu, 5 gegen 3, das wäre schon immens gewesen. Hat Kielström etwas lange gewartet mit dem Schlagschuss. Ja,
Eine halbe Minute haben sie noch. Überzahl. Vormuthoff kämpft. Bergqvist. Zwei Linien passt des Torhüters. Sieht man auch nicht alle Tage. An mangelnder Anfeuerung ihrer Fans wird es nicht liegen bei den Schweden. Aber auch solche Chancen kommen nicht oft wieder, wie sie eben Gustafsson hatte. Eldebrink. Gustafsson. Albelin. Gestört im Mitteldrittel, sie schaffen es nicht einzudringen ins Angriffsdrittel. So, dieser wird auch wieder mit 5 Mann auf dem Eis. Lob. Gustafsson. Ja, war schwer. Behindert und dann mit der Rückhand. Semenov. Jakin. Semenov geht. Lob. Unerlaubter Weitschuss. Diese Situation kennen die Schweden schon zweimal. Mussten sie einem Eintore-Rückstand nachlaufen gegen die CSSR. Da holten sie den Torhüter vom Eis. So, da lagen sie 2 Minuten Verschluss mit 2 Toren im Rückstand. Drehten den Spieß um. Schafften das Unentschieden. Aber gegen die Roten wird schwer. Krutov. Fetisov. Fetisov. Svensson. Wollte Mikael Andersson anspielen. Eklund. Oh, da geht es verbissen zur Sache jetzt. Vormuthoff. Vormuthoff, Bykov und Kamensky. Rundqvist. Karlsson, der Unglücksrabe. Tom Eklund bei seiner 4. Weltmeisterschaft. 28 Jahre alt, ganz erfahrener Mann, knapp 100 Länderspiele auf dem Buckel. Drei Minuten und 6 Sekunden
noch zu spielen. Södergren. Evgeny Beloshekin, 21 Jahre alt, ganz, ganz junger Mann von ZSK Moskau, hat das sicher nicht leichte Erbe angetreten des legendären Tretjak, aber macht seine Sache durchaus gut hier bei dieser WM. Hatte zu Anfang einige Unsicherheiten. Und Bengt Åke Gustafsson wäre eine Bereicherung für die Bundesliga, mit Sicherheit. Mein Bulli Anatoli Semenov. Und wieder dauert es lange, lange. Es ist Fehler des Linesmen, tut mir leid. Scheibe draußen. Etwas mehr als 2,5 Minuten noch. Eins jedenfalls, und das gilt vor allem für diese Endrunde, die Zeiten, da die Männer von Viktor Tichonov alles kurz und klein spielen, die scheinen in Wien zumindest vorbei. Die Schweden haben aufgeholt, mit dabei die Kanadier, mit einfachem, aber effektivem Spiel. Die Tschechen wie immer, hurra, hurra, mit viel Herz. Und solange dieses Herz nicht in die Hose rutscht, da können sie es mit jedem aufnehmen. Zumindest eine sehr, sehr spannende Finalrunde. Krutov. Trotz jeweils 6 Strafzeiten auf beiden Seiten, muss man betonen, ein sehr, sehr faires Spiel. Es gab vorhin einige Nicklichkeiten, die waren aber schnell behoben. Haben beide Mannschaften allerdings auch nicht nötig, Dirty Hockey, wie die Kanadier sagen, zu spielen. Bergqvist. Andersson. Vielleicht haben Sie es gehört, die letzten 2 Spielminuten laufen. Larionov. Vapetti ist auf ganz frei. Makarov. Heldebrink. Wir müssen die Scheibe bald nach vorne bringen jetzt. Gustafsson, schön. Alleine ist er. Alvelin. Da ist das Tor und was für ein Tor. Was für ein Tor. Was für ein wunderschön herausgespieltes Tor. Alvelin, dann Lob, diesen Pass, ja, ja, Beloshekin, diesen Pass müssen Sie sich ansehen. Und Sandström, ach, den hätte meine Großmutter über die Linie gedrückt. Schauen Sie, er ist Alvelin.
rechts, hoffentlich sehen wir, nein, mit der Rückhand, Lob und Sandström, eines der schönsten Tore dieser Weltmeisterschaft. Schöner geht nimmer. Das ist wie Schach. Das ist das, was die Sowjetrussen sonst praktizieren. Aber unter diesem Druck, das müssen Sie sich vorstellen, 1,5 Minuten knapp vor Spielschluss und nochmal. Perfekt, perfekt. Und ich hatte mich gerade gefragt, ob sie die Torhüter rausnehmen, die Schweden, aber jetzt natürlich nicht mehr. Starikov, die letzte Minute. Zelnov. Starikov. Scheibe draußen. 30 Sekunden noch. Molin. Links läuft die Spieluhr, Sie sehen es jetzt. 20 Sekunden. Sundström. Die Sirene, eine Sensation, nein, aber eine Überraschung. Eine Überraschung, die Sowjetunion in ihrem zweiten von drei Finalrundenspielen nur unentschieden. Und ich sagte es vorhin zu Beginn, das ist ein Riesenerfolg für Peter Lindmark und die anderen 19 Schweden. Alles drin also, morgen die beste Ausgangssituation hat die Tschechoslowakei. Ihr genügt morgen im großen Endspiel gegen die Sowjetunion ein Unentschieden, um Weltmeister zu werden. Die Schweden spielen gegen Kanada und müssen gewinnen. Die Sowjetunion genauso. Ein spannendes, ein gutes Eishockeyspiel. Und damit tschüss, auf Wiedersehen hier aus Wien. Ich gebe zurück zu Rolf Kramer, Sendezentrum nach Mainz.